Am 1. März 2020 tritt in Deutschland das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Es erweitert die Möglichkeiten für eine Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus aller Welt nach Deutschland. Was ändert sich? Es gibt neue Möglichkeiten für Fachkräfte, schneller ein Visum zu erhalten, wenn sie eine Berufsausbildung oder einen Studienabschluss haben, der in Deutschland anerkannt wird. Aber es bleibt weiterhin dabei, es ist ein Visum erforderlich, bevor eine Ausreise nach Deutschland erfolgt. Um vom neuen Fachkräftegesetz zu profitieren, ist wichtig, erst die Qualifikation anerkennen lassen, dann ein Visum beantragen. Ausländische Hochschulabschlüsse und Berufsqualifikationen müssen normalerweise erst von deutschen Behörden anerkannt werden. Wie Sie das tun können, an wen Sie sich wenden müssen, finden Sie auf der Webseite der Deutschen Botschaft. In Albanien haben wir bereits seit mehreren Jahren ein starkes Interesse für Visa für eine Erwerbstätigkeit in Deutschland gesehen. Die bekannten Regeln, insbesondere der erleichterte Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für wenig oder nicht Qualifizierte, bleiben bestehen. Wir hier in der Botschaft geben unser Bestes, um die Menschen, die bereits einen Antrag gestellt haben, so zügig wie möglich zu bedienen. Aber wir haben derzeit Wartezeiten von über einem Jahr für Albaner ohne Berufsausbildung oder ohne Hochschulabschluss. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang aber auch sagen, dass es seit 30 Jahren unser Ziel ist, die Chancen und Möglichkeiten hier in Albanien zu verbessern. Dazu haben wir seit 1988 bereits Projekte im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit in der Höhe von über 1 Milliarde Euro gefördert. Ich denke hier insbesondere an Infrastrukturmaßnahmen wie Wasserversorgung, aber besonders auch an Tourismusentwicklung, ländliche Entwicklung, Start-up-Förderung, duale Berufsausbildung. Also informieren Sie sich daher auch über Ihre Perspektiven hier in Albanien, zum Beispiel beim Deutschen Informationszentrum DIMAK, Migration, Ausbildung und Karriere in Tirana und Shkodra.